Die Röhre RS315, die heute vorgestellt wird, hatte einen Vorgänger, die RS15. Diese wurde ca. 1924 entwickelt als luftgekühlte Senderöhre für die ersten Rundfunk- und Telegrafiesender. Als Größenvergleich ist hier eine ECC 83 gezeigt. Man sieht unten die ECC 83 am Sockel der RS 315. Diese hatte Löcher für die Luftzirkulation. Diese Röhre war rein luftgekühlt. Weiterhin sieht man auch innerhalb des Käfigs einen Asbestbelag. Dieser wurde zur thermischen Isolation benutzt. Hier ist der Pumpstutzen zu sehen in der Bildmitte, sowie die interne Verschraubung des Systems. Also der Fuß der Röhre hält das Steuergitter sowie die Kathode. Hier ist jetzt die Typenbezeichnung zu sehen. Telefunken RS315. Deutsches Reichspatent, sowohl die Seriennummer als auch die Heizspannung von 16,6 Volt bei ca. 19 Ampere. Innerhalb des Anodenzylinders sieht man das Steuergitter sowie beide Kathoden. Die Kathoden sind röhrenintern verbunden und bilden eine Kathode. Hier ist die Spannfeder, die die Kathoden spannt, um zu verhindern, dass allzu große Vibrationen entstehen. Der äußerste Käfig hält die Anode selbst. Auch dieser ist im Glas eingequetscht, gesichert mit einer Schraube und ganz oben die Anodenkappe. Konnektiert mit den damals typischen 4 mm Bananenstecker, dessen Format bis heute geblieben ist. Die Gesamtleistung dieser Röhre liegt bei ungefähr 1500 Watt. Bei einer Anodenverlustleistung von ungefähr 700 Watt. Die RS15 hatte noch eine reine Wolfram-Kathode, die einen Emissionsstrom von ca. 1,75 Ampere lieferte. Während die kurze Zeit später entwickelte RS315, die man hier sieht, bereits einen Emissionsstrom von knapp 2 Ampere hatte, bei ähnlichen technischen Daten. Abweichend ist hauptsächlich der Heizstrom, der bei der RS15 noch 17,5 Ampere betrug und bei der RS315 bereits 19 Ampere, bei jeweils 16,6 Volt. Weiterhin sind bei beiden Röhren die Anodenspannungen gleich, ca. 4000 Volt bei einem Verstärkungsfaktor von ungefähr 50. Die RS315 verfügt weiterhin über eine thorierte Wolfram-Kathode, die bessere Emission ermöglicht. Thorium ist aber etwas kritisch, da Thorium ein Alphastrahler ist. Die Alphastrahlung wird durch den Kolben vollständig abgeschirmt. Allerdings bei Glasbruch besteht die Gefahr, dass das Thorium über Stäube eingeatmet wird und dadurch die Lunge schädigen kann. Ich versuche noch einige Details der Röhre zu zeigen.
ohne die Röhre zu IOLen. Das hier ist, wie gesagt, die Asbestbeschichtung. Der hier gezeigte, die Buchse, ist die Erdung. Und das hier ist, sind die Anschlüsse zur Fassung. Und hier wieder die dezente ECC 83. Das ist die Zuführung zum Steuergitter sowie zur Kathode. Das Anodenblech ist leicht gewellt zur besseren Radiation, zur Wärmeabstrahlung. Das hier ist die Spannfeder links im Bild, die die Anode spannt und verhindert, dass eine allzu starke Vibration die Anode beschädigt. Sowie ungefähr in der Bildmitte ist jetzt das Steuergitter, das nur aus einer reinen Drahtwendel besteht. Die wird mit Röhre leicht bewegt, leicht vibriert. Das hier ist die Befestigung der Anode. Das Typenschild in groß. Und das ist die Anodenkappe. Die auch auf den Glaskolben aufgequetscht wurde und nur gesichert mit einer Schraube. Doch bei der Anodenkäfig bzw. der Anodenzylinder. Außen ist das Steuergitter der Anschluss und innen verlaufen die beiden Zugänge zu der Heizung bzw. zur direkt geheizten Kathode. Ich versuche mal die Röhre umzudrehen. Jetzt hat man einen besseren Blick auf das System, also die Verbindung der Kathode in der Mitte
sowie die Verbindung zum Steuergitter ganz außen. Auch die Anodenkappe ist mit Asbest isoliert. Und hier noch mein Blick auf die Kontakte im Sockel. Der Vorbesitzer hat mit H und mit G die Heizung und das Steuergitter markiert. Hier ist wieder zu sehen die Buchse für die Erdung. Das ist die gesamte Röhre inklusive ECC 83. Und ein Teil von meinem Knie. Und der Trambahn, die gerade vorbeifährt. So, danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.